Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Hier ist wieder der KNLP. Und wir legen direkt auch wieder los. Du solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Aha. Zerklüfteten. Steht der da? Ja, er steht hier. Hallo. Was zum Teufel geht auf dieser Insel vor, Ross? Was glaubst du, wer diese Leute sind? Gewalttätige Fanatiker, irgendein Kult. Aber organisiert. Sie waren auf uns vorbereitet. Ich mache mir Sorgen um Sam. Diese Leute sind wahnsinnig, Lara. Denk nicht drüber nach, wozu sie fähig sind. Konzentrier dich auf deine Aufgabe. Unfassbar, dass sich Whitman einfach so ergeben hat. Man weiß vorher nie, wie jemand in so einer Situation reagiert. Aber ich finde die Reaktion des guten Doktors nicht überraschend. Vollkommen. Ich könnte mich reden mit ihm. Kommst du hier allein zurecht, Rod? Keine Sorge. Ich habe alte Freunde, die mir Gesellschaft leisten. Geh zu diesem Turm. Wir müssen ein Notsignal senden. Das war's schon? Okay. Dann ab geht's. Hier runter. Jetzt hier hoch. Dann ein bisschen nach rechts. Kannst mir davon erfällt. Kann zwar schönes Wetter werden. Ich sagte schönes Wetter, kein schlechtes Wetter. Ist ein minimaler Unterschied hier mit. Und hier geht es weiter. Die Fackel wird wahrscheinlich ausgehen. Wenn ich jetzt hier losklettere. Ja. Yep. War ja ein Versuch wert. Sprung zur Seite. Richtung Laufbandes und... Oh Gott. Okay, das ist knapp. Und die Gräber, um geheime Belohnungen zu entdecken. Okay, wo ist hier ein Grab, bitte? Grab. Ich sehe kein Grab. Na, ich kann erstmal Fackel anzünden. Das ist wahrscheinlich Grab. Nee, Berg. In die Richtung. Da war die Wolfshöhle. In der Figur wieder eine Kletterpartie. Ja gut, ich dachte unbewegt was. Hier komme ich nicht hoch, oder? Dachte ich mir. Und wieder eine Sprunganlage und hab's. Oh oh. Nein, nichts. Was? Nichts. Hier oben ist niemand. So weit drauf schafft niemand. Sollen wir zum Bunker zurückgehen? Nein, wir warten den Sturm ab. Alles klar. Wachsam bleiben. Gehen wir rein. Wenn es niemand hoch schafft, ja, wie habt ihr dann geschafft? Na gut, die gehen. Die Schwachen wissen zu viel. Wir haben immer genug Vorbereitungszeit. Also, lange her. Lockt mit dem Turm Schiffe an. Genau. Aber warum? Ich glaube, er will sie finden. Die Schlüssel. Schlüssel? Glaubst du wirklich an dieses Zeug? Schlüssel? Ich weiß nicht. Wir sollten gar nicht drüber reden. Ruhen wir uns lieber aus. Ja, du hast sicher recht.
Gott, kannst du auf in diesem scheiß Wetter. Habt ihr was gehört? Scheiße, Verstärkung! Vielleicht hier drüben. Ciao. So, was ist mit euch? Wo kam der her? So. Ach, der wollte nicht absaufen. Das ist spannend. Hühnchen. Soll ich? Nein, ich bin hier Freund. Hust. Ich bin echt hier Freund. So. Hä? Was zum Henker? Na egal. Auch schön. Der hat auch keine Infos von mir. Ah, das habe ich schon versucht. Weil da oben ist ein Bergungsgutschen. Die Döschen. Wie geht's jetzt? Ah, okay. Eine Treppe gibt's hier nicht. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Aha. Gab's noch... Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Noch irgendwas, schönen Hinweis? Dann mal gucken... Nö. Okay. Schließen. Bin ich jetzt nicht wieder so eine Horrormaske. Anlauf und... Alter, hier war noch was. Mal zurück. Lässt mir los mit E? Nein, ist man nicht. Jetzt habe ich kein Feuer, nein. Menno. Blöde. So. Das ist doof. Der kann nicht durch anzünden, Fackel? Nein. Ey, der blinkt was. Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Bei was im Wälder ist es denn? Würde mich mehr interessieren. So. Sprung. Nicht springen. Oder so. Na, Menno. Okay. Jetzt hier hin. Und dahin. Ja, wieso hängt es wieder so schön rum? Ey, auf rum zu hängen. Ey! Jetzt bin ich offen rumzuhängen. Okay, das reicht. Ich muss gleich wieder. Ich verändere gerade mal wieder was in den Einstellungen. Und hier bin ich wieder. Merkwürdig. Sonst spielt das Spiel nicht so rum. Dann nochmal Bergungsgut. Oh Gott. Ich hoffe, ich einen Sprung. So, jetzt bist du zur Statue. Kann nur was anzünden, ich bin neugierig. Herausforderung. Jetzt daran springen.
Oh Gott. Ich verändere gerade nochmal was an den Einstellungen. Ich bin gleich wieder da. So, bin ich wieder. Hier rüber. Jetzt klappt es wieder. Oh Gott, ich sehe sehr, sehr stabil aus. Überrennen. Oh, geile Motion-Aktion. Der sagt gerade die Brücke-Tür. Lara, bist du da? Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Wir können wieder speichern. Und ja. Und auf okay. Okay. Hallo? Okay. So, und ja, hi Leute. Es gab ein Problem, nämlich mein Aufnahmeprogramm ist abgeschmiert und ich habe es erst jetzt bemerkt. Aber es ist eigentlich nicht viel passiert, es ist ich bin wieder bei so einem Rutschteil da oder was das da war. Einmal runtergerutscht und hab dann so einen kleinen Kampf gegen drei Leute. Das war's dann auch schon. Also. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ja. Also, ich war da, bin ich runtergerutscht. Da oben. Von hier. Hab dann hier gegen drei Leute gekämpft. Die weg sind. Ja, und das war's dann auch schon. Jetzt gehen wir mal direkt mal weiter. Foto aus Japan. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex. Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das süß. Ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe.
Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie schaffen das. Ja, nur ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest. Was ist hier los, ey? Können wir jetzt irgendwie pausieren? Was soll das? Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt, das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen... Vertrauen. Gott. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf. Okay, jetzt speichern. Und das war's für die heutige Folge. Wegen dem Gelege, tut mir leid, ich habe selbst keine Ahnung, was da gerade los war. Ja, und dann würde ich sagen, bis morgen, Leute. Tschö.